Ich weiß nicht, warum OBS ständig mein Mikrofon abschaltet. Ja? Steht immer Standard da. Und was ist ein Standard? Ja. Ich war mal wieder auf, oder bin gerade, bei SteamDB unterwegs. Und da findet sich ja auch immer mal so ein bisschen was, wo man Rückschlüsse drauf ziehen kann, ob und wann ein Update oder sowas ansteht. Ne? Ja, man muss sich da hier ein bisschen durchfuchsen. Ne? Depots, jetzt kommen wir langsam zu den interessanten Geschichten. Hier gibt es, so unter anderem sind hier einige Entwickler. Ne? Kicks zum Beispiel ist einer der Entwickler, den hat man auch schon in diversen Videos gesehen. Prada sagt natürlich dann auch dem geneigten Scam-Experten etwas, ne? Auch einer der Entwickler. Wie gesagt, ja, sind Entwickler drin, die halt da bei Steam halt gewisse Build-IDs, wo sie halt dran arbeiten, wo sie was rein implementieren, wo sie was testen. Und das hier ist das Interessanteste. Alpha. Das Ding taucht da meistens auf, be kurz bevor ein Update einschlägt. Ja. Hier wird also abschließend nochmal über Steam getestet, weil wenn du als Entwickler ein Spiel bei Steam hast und du lädst jetzt ein Update dort, du musst das ja auch erstmal hochladen bei Steam, ja, dann überprüft das Steam auch nochmal, ja, ob es jetzt hier irgendwie Vireninfektionen hat und sowas. Und so ein Update kann eben auch mal 20 GB groß sein, weil eben andere Dateien in deinem Spielordner überschrieben werden. Und das kann dann eben auch dementsprechend lange dauern, bis das erst hochgeladen ist und bis das alles überprüft wurde und so weiter. Dann wird es nochmal direkt von den Entwicklern getestet, ne? Ob dann eben auch der Download funktioniert und ob dann eben auch der Hotfix, das Update und so weiter, dann eben auch anspringen, ja, und dann im Spiel auch drin sind, wenn du das halt über Steam dann startest. Das dauert halt eine Weile. Und hier sieht man auch, vor 3 Stunden war da die letzte Aktivität. Hier war einer der Entwickler, Trohi, hat gestern irgendwas getestet. Na, hier sieht man die Build-IDs. Die ändern sich natürlich auch dementsprechend jedes Mal. Ne? Kann man auch Rückschlüsse drauf ziehen, um welche Version es sich gerade handelt, die sie gerade bearbeiten. Ist dann eher was für die Erbsenzähler. Ne? Aber hier, das ist wichtig, der Alpha und vor 3 Stunden. Das heißt also, sie werden jetzt das Halloween-Update drauf spielen, wenn sie es nicht schon gemacht haben. Und das wird dann halt auch in Kürze aufschlagen. Ne? Wahrscheinlich werden auch, wenn ich die Build-ID sehe, hier sieht man leider noch nicht die Größe. Die Information sieht man dann hier, wenn man hier nochmal draufklickt. Aber hier unten sieht man es nicht. Changed Depots. Ne? Das sind also die Sachen, die hier verändert wurden. Dann kann man hier auch nochmal draufklicken, hier auf die einzelnen Builds. Und da kann man sich durchwurschteln durch diese ganzen Zahlen. Also hier sieht man auch, was hier alles geändert wurde. Ich kann hier bloß nicht draufklicken. Ich bin kein Entwickler. Da brauchst du Passwort. So. Ne? So, und das ist jetzt hier natürlich auch ein spannendes Thema, die Update-History. Da hat man gestern hier dran was geupdatet. 513711. So, und da können wir jetzt draufklicken. Encrypted Download. Klicken wir drauf. Und hier sieht man, welche Dateien davon betroffen sind und welche Ordner. Ne? Also, erstmal easy Anti-Cheat natürlich, der ganze Mist, ne? Sonst funktioniert das ganze Game wieder nicht. Die Engine, dann haben wir hier 1,78 Megabyte DBG Help, Blast Globals, Blast Binaries. Ja, also das deutet hier auch schon wirklich, das sind ja noch nicht alle Einträge. Ne? Hier geht es nämlich richtig los. Hier haben wir nämlich 1,12 Gigabit zum Beispiel. Das sind hier diese Windows No Editor, ne? Das ist der Spielordner. Und an dieser, an hier, wenn du hier Scam Content Packs, Pack Chunk, das sind die Ordner, die halt geändert werden, wenn ein Update kommt, beziehungsweise halt, wenn Gamepyers einen Hotfix bringt oder sowas. Das ist eben das, was eben ausgetauscht wird, diese Dateien. Ne? Und die werden also höchstwahrscheinlich nicht nur einfach dieses Halloween-Update bringen. Für alle, die da sich nicht mit auskennen, die vielleicht neu bei Scam drin sind.
Gamepowers veranstaltet zu besonderen Ereignissen halt immer solche Specials. Zum Beispiel zu Weihnachten kannst du Weihnachtsgeschenke und einen Weihnachtsgeist finden. Und jetzt zum Halloween-Update liegt der Fokus eben darauf, dass du erschreckt werden sollst, kannst. Manchmal funktioniert es leider nicht. Es tauchen dann nämlich auch einige unerwartete Geschichten auf. Ich möchte das jetzt nicht spoilern. Ja? Aber manchmal funktioniert es leider nicht. Das heißt also, das Halloween-Update geht auch an manchen vorbei, dass eben dieses Event, dieses Mini-Event nicht getriggert wird. Ne? Also letztes Jahr hatte ich es zum Beispiel gehabt, aber auch nur 2-3 Mal. Und andere hatten es gar nicht. Ne? Kann man auch einschalten, dass diese Events, gibt es in den Optionen, kann man das einschalten, Events und sowas. Ne? Müsst ihr mal gucken, dass das auch eingeschalten ist. So, dann haben wir hier ein Install-Script, das ist auch ganz wichtig, das braucht man. Scum-Folder, das nicht, das ist ja da, das sind, gehen einfach nur die Ordner runter. Wie gesagt, hier sind die großen Dateien. Scum-Exe wird geändert, natürlich. Hier haben wir 10 Gigabit, ne, für Packchunk 0. Ja, wie gesagt, das hier, diese Packchunk-Dinger, das sind die eigentlichen Spieldateien. Und hier sieht man auch, ne, die brauchen dann auch wirklich viel Platz. Also die Daten werden jetzt ausgetauscht, ne, mit dem Update. Und anhand der vielen Änderungen gehe ich auch davon aus, dass es nicht einfach nur das Halloween-Special sein wird, sondern es werden höchstwahrscheinlich auch ein paar Hotfixes, also ein paar Fixes reinkommen. Weil du hast ja so viel, ich kann jetzt hier nicht in diese Dateien reingucken, sonst könnte ich euch das sagen, ich habe leider keine Berechtigung dafür. Und wenn ich mich hier versuche reinzuhacken, werde ich gebannt und dann bin ich weg vom Fenster. Dann war es das mit Scum. Deswegen ist ja halt auch ein bisschen Spekulatius dabei. Aber anhand der Datenmenge gehe ich davon aus, dass hier nicht nur dieses Halloween-Update kommt, sondern dass eben auch gewisse Dinge gefixt werden. Dass da auch vielleicht kommt ja auch ein Fahrzeug rein. Das kann natürlich auch sein. Aber anhand der Größe hier ist fast schon zu vermuten, dass hier möglicherweise ein paar Optimierungen anstehen. Das, wie gesagt, das ist jetzt nur Spekulatius. Ja? Es gibt auch Updates, ja, die lädst du dir runter, das sind 20 Gigabit und am Ende haben sie nur die Grashalme geändert. Ja? Aber trotzdem, du musst dann 1000 Ordner und Dateien ändern, beziehungsweise anpassen, weil wenn du das nicht machst, kriegst du ein Problem, ne? Bloß weil der Grashalm sich dann halt wieder richtig bewegt, ne? Spielt das wieder in andere Dateien mit rein, zum Beispiel bei der Temperaturanzeige, ne? Du hast ja auch verschiedene Temperaturen, ne? Kalt, warm, kühl und so weiter, ne? Und der Wind spielt ja auch eine Rolle, ne? Und da müssen halt, wenn du ein was änderst, musst du manchmal halt wirklich hunderte Dateien ändern. Ne? Und das sorgt eben auch dafür, dass du halt auch immer wieder mal wieder Bugs drin hast, die halt sonst nicht dabei sind. Ne? So, File Types. Ja, das sind die allgemeinen Typen von Dateien, die sie hier rein benutzen. Der Profi spricht. Ne? Das hat eigentlich keine Aussagekraft. Und jetzt zeige ich euch noch bei Steam. Oh, Nvidia hat wieder ein Update gezogen. Ich konnte gestern meinen Scum nicht spielen. Da stand irgendwas mit SDK oder SDG-Fehler, ja, weil Windows ein Update gezogen hat und hat die Microsoft Visuals gelöscht. Das heißt, ich musste mir manuell dieses Visual oder Visualisationsgelöte musste ich mir nochmal runterladen, damit Scum startet. Wenn ihr also dasselbe Problem habt, nachdem ihr Windows 11 abgedatet habt, das ist das Update mit dem Neustart, dann müsst ihr euch die Visuals neu runterladen. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt einfach Bescheid. Ja, dann schreibt das einfach in die Kommentare, dann lotse ich euch zur entsprechenden Seite bei Microsoft, wo ihr euch die Dateien runterladen könnt. Falls Scum bei euch nicht startet und einen Fehler produziert. So, hier haben wir die Karten. Ne? 7 verbleibende Karten. Notizen. Hier. Bei Elden Ring habe ich zwei Karten, so wie es aussieht. Sammelkarten. Ne? Da klickst du ja drauf. Ich verkaufe die immer. Die kriegst du halt, wenn du bestimmte Erfolge im Spiel freigeschalten hast.
Oder wenn du das Spiel generell erstmal gekauft hast, da kriegst du meistens halt solche Sammelkarten dazu. An sich haben sie jetzt nicht so den großartigen Erfolg. Du kannst das jetzt eintauschen mit irgendwelchen anderen Scheiß. Warte mal. Wir klicken mal drauf. So, schönes Bild. Und hast du nicht gesehen? Der Klötenberg. Und hier gehst du drauf, ne? Also hier gehe ich immer drauf, ja? Karten in meinem Inventar anzeigen, aber hier, ich will diese Karten auf dem Community-Markt verkaufen. So, ich habe jetzt hier zwei Karten. Ne? 3 von 3. So, hier hat man die Möglichkeit, den Preis anzupassen. Blöderweise, wenn ich jetzt hier draufklicke. So, hier sieht man, wie der aktuelle Kurs ist. Ne? Stehen ab 10 Cent zum Verkauf. Kaufaufträge für 0,08 Cent oder weniger. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt den Standardpreis nehme, sagen wir mal, oder das ist ja schon ein bisschen ein höherer Preis, ne? Hier sieht man auch, ne? Wenn ich jetzt 0,08 Cent mache pro Karte, ne? Dann verkauft sich das hier, wie man sieht, weniger. Ne? Und je billiger das ist, desto mehr verkaufst du. Da ich aber nur eine Karte habe, who gives a shit? Ne? So, jetzt will ich das verkaufen. Dann öffnet sich hier so ein anderes Fenster in 3 oder 4 Stunden. So, ach ja, hier sieht man erstmal alle meine Karten. Genau. Von allen Spielen, wo ich hier überhaupt Karten habe. Hier unten sieht man die Texte, ne? Gewöhnlich, American Truck Simulator, normal, Sammelkarte. Also selten hatte ich hier irgendwie noch nie. Gewöhnlich, gewöhnlich, alles gewöhnlich. Alles ab 10 Cent. Hier zum Beispiel bei The Mortuary Assistant ab 6 Cent. Ja? Es kommt auch immer darauf an, wie bekannt das Spiel ist, wie hart halt das da gehandelt wird, diese komischen Sammelkarten. Ich persönlich kann damit nicht anfangen, aber wir gehen jetzt mal auf Verkaufen. So, für 10 Cent wird es verkauft, das heißt, ich möchte selber 0,07. Ne, wir machen 0,09. Hier sieht man ungefähr die Peaks. Ne? Hier haben die Leute das schon für 11 Cent gekauft und sowas. Ne? Wenn ich jetzt hier 0,09 reinmache, zahlt der Käufer 11. So, natürlich, wir stimmen zu. So, 11 Cent, ja, das ist das Maximalste hier. Ne? Hier oben 11 Cent. Hier oben war oben mal 11 Cent. Wir können mal auf 10 Cent runtergehen, oder? Das heißt, ich kriege 8 Cent. Der Käufer zahlt 10 Cent. Und das dazwischen kriegt Steam. Ne? Steam kriegt auch noch ein bisschen was, obwohl das eigentlich Quatsch ist. Ja, das ist eigentlich Quatsch. Weil Steam stellt es ja quasi zur Verfügung. So, und jetzt klicken wir hier, okay, zum Verkauf anbieten. Jetzt habe ich lange nicht verkauft, da kommt der Text. Verkaufsangebote werden zurückgehalten für 15 Tage. Sie nutzen den Steam Mobile Authentifikator nicht mehr seit mindestens 7 Tagen. Den habe ich noch nie benutzt. Weil Steam ist keine Plattform für ein Handy. Mobile Authentifikator. Ich habe sowas noch nicht einmal. Ja, so, drückst einfach auf OK und dann steht es zum Verkauf. Jetzt kann ich das jetzt mit allen Karten machen und komme dann vielleicht aufs... Ich habe ja noch mehr. Hier, aber keine seltenen, oder? Gewöhnlich. Wie kriege ich ungewöhnliche? Hier, bei Undisputed, ne? 0,05. Da mache ich auch kein Geld damit, ne? Und da wurden nur 11 in den letzten 24 Stunden verkauft, ne? Wird es sich jetzt also gar nicht lohnen, den Scheiß zu verhökern. Ja? Hier, 4 Cent. Ja, da machst du kein Plus. Ja? Aber es geht ja im Grunde genommen... Übrigens, das Geld wird ja nicht ausgezahlt. Das komme ich ja auch gleich nochmal dazu. So, ich hau jetzt nochmal das raus, weil solange wie diese Spiele relativ neu sind, sagen wir mal so bis zu 2-3 Jahre, kannst du ja richtig fett machen. Und wenn der Hersteller vielleicht noch eine Special Edition bringt oder sowas, schießen die Werte von diesen Karten nochmal in die Höhe. Ganz wichtig. So, wir machen hier denselben Schwung. Das ist ja, glaube ich, dieselbe Karte hier. 0,08. So, wir stimmen zu. Dann kommt wieder der Text. Das macht nichts. Das wird früher oder später, kauft es einer. Ne? Hier zum Beispiel Grounded. Auch so ein Underground-Spiel, kann man ja sagen. Ne? Das bringt auch so gut wie kein Geld. Obwohl das Spiel eigentlich recht erfolgreich ist und noch gut ist. Dying Light haben wir hier zum Beispiel noch. 0,04. Ne, also das sind jetzt Spiele, die jetzt auch nicht so
krass gespielt werden, die halt nicht so eine dicke Community haben. Housekeeper haben wir 0,05 Cent. Hier 0,06. Ich mach mal hier noch den Mortuary Assistant. 0,06. Und 8 Cent möchte. Der Käufer zahlt dann 8 Cent. Das ist ein bisschen viel, ne? Gut, wir machen mal 0,05. So. Damit wir hier im maximalen Peak bloß sind, ne? Kann ja wieder steigen, ne? So, was haben wir hier noch? Call in the Act. Thief 2. Ja, das bringt sogar schon mal ein bisschen mehr, ne? Weil sie wahrscheinlich schon wieder mehr gespielt haben. Machen wir mal 0,0. Ups. Ja, 1,03 Euro kriegt für eine Karte. Schön wär's. Nee, wir müssen ganz niedrig ansetzen hier. 0,06. So, 6 Cent zahlt dann quasi der Käufer. 6 Cent, 7 Cent. Ja, bei 6 Cent sind wir ja im normalen Bereich. So, pass auf. Wenn du das dann verkauft hast, da kriegst du eine Mail. Und dann hast du ein Guthaben bei Steam. Und wenn du das nächste Mal bei Steam ein Spiel kaufst, wird das mit dem Kaufpreis verrechnet. Ne? Mal angenommen, du hast einen Haufen Sammelkarten verkauft für, sagen wir mal, 3 Euro. Ja? Dann willst du dir ein Spiel kaufen, was 50 kostet, bezahlst du halt nur 47. Ja, also das wird halt verrechnet mit dem nächsten Kauf hier. Ne? Ist eigentlich ganz cool, weil wenn du dir sowieso ein Spiel kaufst, kriegst du ja diese Sammelkarten dazu und du kannst ja halt auch noch ein paar Sammelkarten dazu verdienen. Man kann sie halt auch, wie gesagt, tauschen, aber das ist, hat dann wieder sowas für einen Aktienmarkt, weißt du, und das ist Schnulli-Pups, ne? Ich verkaufe es eigentlich immer gleich direkt. Du kannst das natürlich auch umtauschen, beziehungsweise ja, man kann sagen, einschmelzen, die Dinger, die zu Edelsteinen machen. Ne? Oh, nur mit Sky haben wir auch noch. Ja, man kann die in Edelsteine umwandeln, ne? Dieser Gegenstand kann in Edelsteine umgewandelt werden, die dann zur Herstellung von Booster-Packs genutzt werden können. So. Du kannst dann zum Beispiel dir einen animierten Hintergrund von Steam besorgen von deinem Lieblingsspiel und hast ihn nicht gesehen. Also du kannst da im Grunde genommen dein Steam-Account ein bisschen aufpuscheln. Ne? Für mich hat das keinen praktischen Nutzen. Mir ist das scheißegal, wie das aussieht, solange wie das hier einigermaßen übersichtlich ist. Ne? Deswegen, praktischer Nutzen ist halt, wenn ich den Scheiß hier verkaufe. Ja, so einfach ist das. Ja, Wirtschaft muss sich lohnen. Ne? Auch für mich. Ja? Wie gesagt, man kann da, wenn man die Karten fleißig sammelt und man hat ein schönes, breites Portfolio an Spielen, dann kann man hier sich diese ganzen Karten verkaufen, dann kann man sich halt einen ordentlichen Rabatt rausschlagen. Und wenn dann ein Spiel, was du kaufen willst, sowieso schon im Sale ist und das wird dann verrechnet mit 3 Euro, 5 Euro oder sonst irgendwas, je nachdem, was du dann halt alles für Sammelkarten verkauft hast, dann machst du mal richtig einen Schnapper. Ne? Aber wie gesagt, die Karten an sich sind in der Regel nicht sehr viel wert. Ja, wenn du wirklich die wertvollen Karten haben willst, dann musst du sie halt irgendwie tauschen mit anderen Karten und ja, dann bist du wieder so, musst du aufpassen, Suchtgefahr und so weiter, ne? Ich sag's ja bloß mal. So, wie gesagt, ich verhökere den Scheiß immer direkt. Brauchst nicht. Ich will lieber Rabatt haben auf meine Spiele. Das ist mein Bums. Ne? So. Ich habe mich ein bisschen rasiert, aber auch nur ein bisschen. Ich habe mir heute aus Spaß so einen kleinen Hitzerbart gemacht. Nur ein bisschen, nur so. Beim Rasieren wollte ich mal wissen, wie ich damit aussehe. War schon gruselig, ja. Das ist wie. Nee, das muss nicht sein. Aber warum erzähle ich das? Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig erhellen. Ja, also wie gesagt, Scam geht irgendwie gleich los. Ne? Mit einem Update, very soon und sowas. Bald ist es soweit, würde ich mal sagen. Ne? Update und wahrscheinlich noch einige Fixes, beziehungsweise irgendwas kommt da noch mit. Nein, bin ich hundertprozentig sicher. Ne? Bin ich hundertprozentig sicher. Weil das ist eine sehr große Anzahl hier an Daten, die hier geändert wird. So. Dann hoffe ich, wenn ihr noch diese Sammelkarten habt und ihr braucht die Dinger nicht, einfach verhökern. Ja? Dann habt ihr wenigstens noch ein bisschen Rabatte dabei, ne? So, in dem Sinne, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Und mal gucken, wann bei Scam dieser Kram kommt hier, ne?
Wir wollen doch mal wieder ins Gruselhaus, ins Halloweenhaus, ne? Ein paar Knochen hinschaffen und Augen und sowas. Ich hab kein Auto, leck mich am Arsch. So, tschüss!